Männer, Männer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die alte Folge hat euch gut gefallen. Heute mal eine neue Folge wieder. Wir haben heute richtig Programm drauf. Wir haben heute zwei Autos abzuholen. Und dann haben wir was abzuholen, was nichts mit der Autoverwertung zu tun hat, sondern eine Standbohrmaschine und eine Drehbank. Wird ein bisschen schwer sein. Und dann haben wir nochmal einen Fall. Ich habe ja letztens nochmal rumgeprollt, dass der Klaus nie zurückkommt, ohne ein Auto mitzubringen. Der Fall ist jetzt leider passiert. Der kam in der Einfahrt nicht rein. LKW zu breit, zu groß, auf dem Hinterhof. Der war da, hat sich das angeguckt. Klaus sagt, Ali, ich kriege das einfach nicht hin. So, ich möchte das Auto aber gerne haben, weil er ein neueres Modell ist, hat einen Frontschaden, schönes Auto. Die Leute wollen die Garage leer haben, der will nach Paris. Also müssen wir denen helfen, das Auto muss da weg. Der wollte mir heute nochmal Bescheid geben, ob das heute klappt. Und wenn das klappt, holen wir das Auto da weg. So, das ist das Programm für heute. So sieht's aus. Wie schnell ist nichts getan, würde der Fred jetzt sagen. Ja, ist so. Deswegen, heute müssen wir Gas geben. Der Klaus, der kann hier nicht rumtrüdeln, wie der das sonst immer macht. Der kann das ja ruhig machen. Nee, ich will ihn jetzt nicht stressen in seinem Alter. Aber heute müssen die Sachen hier ankommen am Schrottplatz. Ich habe keinen Bock, dass ich die Sachen verliere. So, dann kann er jetzt direkt loslegen und schon mal ein Auto holen. Ich rufe den mal eben. Klaus! Wo steckt der schon wieder, der Kerl? Autoverwertung Baus, guten Tag. Guten Morgen, Ali. Hi, hier ist Laura. Ich habe den Autositz vom Fiat Panda mal bei dir gekauft vor 2 Wochen oder so. Ja. Hi. Hi. Ich war mit dem Enzo bei euch auf dem Hof mit meinem Sohn. Ja. Und dein Arbeitskollege, Mitarbeiter, hatte mal gesagt, weil der Enzo so Interesse hatte, ja, der könnte in den Herbstferien mal vorbeikommen, da kann er eine Runde bei denen mit im Gabelstapler sitzen. Der Enzo hat das nicht vergessen. Kein Problem, der hat doch jetzt Ferien. Ja. Kannst du rumkommen? Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich jetzt. Ja, ihr seid die Besten, ehrlich. Wenn wir den damit glücklich machen können? Ja, voll, volle Lotte. Dann bring den gerne mal rum. Dann machen wir das. Boah, ihr seid die Besten. Super, danke. Alles klar, Laura. Bis gleich. Ciao. Hast du Kinder oder was? Ja, Kinder, was soll ich dir sagen? Ich habe selber 2 Kinder. Kinder sind die Besten, die es gibt. Ne? Ohne Kinder ist hier nichts los auf der Welt. Autoverwertung bei Haus, guten Tag. Ich bin schon da, ne? Bei Aral. Ja, ja, der ist schon losgefahren. Der müsste gleich kommen. Ja, okay. Okay, sagst du Bescheid. Okay, ciao. Scheiße, ey. Jetzt muss der Klaus aber Gas geben. Klaus! Wo ist der denn weg, ja? Soll er Vollgas geben mit der LKW? Kann ja eh nicht schneller als 90 fahren. Klaus! Ja, als ob ich den jetzt sagen soll, er ist noch nicht losgefahren. Wenn ich sage, er ist schon losgefahren, dann beruhigt er sich. Dann wartet er viel lieber im Auto, als wenn ich sage, der ist noch nicht losgefahren. Ab und zu muss man ein bisschen flunkern hier. Klausi! Klaus? Ja, keine Ahnung, wo der ist. Ich ruf den mal an. Heute ist ein bisschen kalt, keine Lust, mich zu bewegen. So. Oder der ist auf dem Scheißhaus. Das kann man. Willkommen bei O2. Wo ist der denn? Ich hab die Hände voll, da kann ich nicht ans Telefon gehen. Guck mal, da kommt der Klaus. So. Wo hast du gesteckt? Ja, ich hab den Müll entsorgt aus dem LKW, aus dem Fußraum. Ja, einmal im Jahr muss das sein, Klaus. Ja, und da kann ich die Hände nicht ans Telefon gehen. Ja. Klaus, du musst jetzt langsam los. Der hat schon angerufen, der Mann. Ich habe gesagt, du bist schon vor einer halben Stunde losgefahren. Oh, der wird ja schön warten. Kann er Karten spielen. Ja, aber das hört sich dann besser an, wenn ich sage, du bist schon losgefahren. Mhm. Ja, guck mal, im Stau. Auf der Brücke. Ist ja nicht lange. Bist ja 10 Minuten, bist du ja da. Ja, sicher. Gib Vollgas. Kaffee und weg bin ich. So. Wir sind ja auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Kaffee ist ein Muss.
Ohne Kaffee läuft nicht, ne? Geht nicht. Ich hab alles. Der Buch ist da. Der Platz geschaffen. Dann könnt ihr auch sitzen. Bis später. Wir sehen uns. Mach's gut. In dieser Welt. Wenn ich dann die Liebe will. Der Klaus, der hat die Ruhe weg, ey. Das ist manchmal so schwer, einfach ruhig zu bleiben. Aber ich muss das auch alles aushalten hier. Nicht nur der Fred. Der konnte ja auf sowas gar nicht, der Fred, ne? Wenn du so lahmarschig bist. Und ja, mach ich, komm ich heute nicht, komm ich morgen auch nicht und so, ne? Jetzt weiß ich, wie der Fred sich gefühlt hat. Ne? Ach, Ole, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Auch nur ein bisschen. Bis gleich. Anschnallen, festhalten, wir starten. Nix wie weg hier. Schon wieder eine rote Ampel, keine grüne Welle. Wir müssen Gas geben. Land gewinnen, Kilometer machen. Die Räder müssen sich drehen. Ja, Leute, manchmal muss es schneller gehen. Den hier, den haben der Fred und ich abgeholt. Das ist der Carrera 4 am Bodensee. Grüße an den TomTom zu der Firma Feincars. Feinste Autos. Eine Halle voll Vorkriegsmodelle, eine Halle voll Nachkriegsmodelle. Der Mann war mal Rennfahrer. Der kennt sich vom Feinsten aus. Nochmal die Grüße an den TomTom. Da sind wir in den ICE gestiegen und irgendwo vor Frankfurt hatten wir dann 260 drauf und sind dann flugs am Bodensee gewesen, sind in den Porsche gestiegen nach einer kurzen Probefahrt, auf die Bahn gegangen und wieder zurückgefahren und an der gleichen Stelle hatten wir dann auch 260 drauf. Mahlzeit. Mahlzeit. Ali. War das in Ordnung? Aber willst du dich bei mir bewerben oder ja, was? Ja, genau. Ich hoffe E36 abzugehen. E36? Ja. Limousine, Coupé, Cabrio. Cabrio, ich hab Bilder. Ja, okay, schon 20 Jahre immer. Da war der noch. Da war der noch ein Ose. Ja. Ja. Der sieht doch schön aus. Was willst du, soll der am Schrott? Nee, du kennst dich besser aus. Ich würde deine Bewertung hören. Löbt der noch? Der? Checkheft, Meckheft. In Rot, aber kein M-Paket, schade. Kein M-Paket. Aber alles original? Alles original. Lack auch noch original? Alles original, erster Lack. Sieht auch schön aus, ey. Und was wolltest du vom Ali wissen? Den Preis, der kennt sich besser aus. Und aber ich sag dir mal schon von vornherein, ne, wenn er ein Vierzylinder ist, kannst du. Nee, der ist 320 hier. Ja. Guck mal, der hat noch TÜV, der hat noch alles. Sechszylinder, das ist schon mal gut. Dach, alles keine okay. Reste, nichts? Der hat 150.000 gelaufen. Original? Original. Welche Hand? Alles, was war das nochmal? Hast du alles dabei? Zeig ja, mal her. Ich weiß, ich kenne mich doch besser aus. Damit. Ja, du kennst dich doch besser aus. So, du willst den abgeben? Ich will den abgeben. Bist du damit hier, Nene? Nee, der steht bei mir in der Garage. Wenn, dann musst du den abholen. Wo? In Duisburg, in Hamburg. Du hast den noch gar nicht zugelassen. Nee, der war jetzt nicht. Nee, also, abgeben. Du hast den gekauft, um damit zu handeln? Nein. Den habe ich lange schon im Bild. Ja? Ja. Also, ist ein 2 Liter. Baujahr 96. Ja, schade. Auf den Bildern sieht der schön aus. Ja, der hat noch TÜV bis Oktober 25. Ja. So, jetzt kommt das Wichtigste. Mal gucken. Vierte Hand. Ja, vierte, aber alle Familienbesitzer. Ja, da müssen die ja die gleichen Namen haben. Ich sehe keine gleichen Namen. Doch, ist. Guck mal nach. Da ist die Ehefrau damals. Die haben alle geheiratet. Ja, alle geheiratet.
Ja. Da fehlt aber noch ein Brief, der alte. Den alten haben wir noch zu Hause bei den Autos. Ja? Ja, richtig. Okay, dann der dritte und vierte Besitzer war der gleiche. Gleich und der zweite war was anderes, ja. Ja. Ja, sieht nicht schlecht aus. Leder? Leder voll. Schalter? Ja, Schaltgetriebe. Elektrische Dach hat der. Ledersitze wie neu. Also ist auf den Bildern sieht der gar nicht mal so schlecht aus, aber man müsste den so live sehen, ist immer besser, ne? Ja, hat der gar keinen Rost so? Gar kein Rost. Unten am Schweller, an den Kotflügel. Der hat immer Garagefahrzeug gewesen. Checkheft hast du auch nicht. Auch ne? Habe ich da. Hasse? Du hast gesagt, der hat 150 gelaufen? 150.000 gelaufen. Der ist Experte von den BMWs. Ja, ja. Der ist Experte von den BMWs. Experte ist übertrieben, aber. Aber der kennt sich gut aus. Sind schöne Autos, sind das. Ja, sag mal was. Keine Ahnung, Ali, deine Meinung. Guck mal, der hat das schon schlau gemacht. Der kommt mir hier mit dem Ordner an. Ja. Der kommt mir hier mit dem Ordner an. Ne? Normalerweise muss der Ordner voll sein. Habe ich schon Sachen zu Hause, natürlich. Ich habe nur gebracht, dass du das angucken kannst und dir. Ja, sag mal was. Was hast du denn vorgestellt? Keine Ahnung. Vielleicht nehme ich den für mich. Privat? Ja. Keine Ahnung, zweieinhalb. Wenn du dir angucken willst, schick dir mal deine Adresse, kannst kommen. Aber hier hinkommen kannst du nicht, ne? Nein, der ist abgemeldet. Der ist abgemeldet. Also ich sag mal so, 2 ist ein fairer Preis. Fairer Preis, ne? Ist ein fairer Preis. Ich geh mal eben dran, dann sprechen wir mal. Mach das in Ruhe. Autoverwertung Baus, guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich suche für einen Citroën C2 Teile. Ich war schon mal bei euch, ihr habt da 2 Stück stehen gehabt. Habt ihr vielleicht einen neuen reinbekommen? Nee, wir haben leider nur noch einen, und aber keinen neuen reinbekommen. Ja, das ist schade. Ja. Ruf ich nochmal an irgendwann mal. Alles klar, kein Problem, danke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. So, zum BMW. Ich würde mir den gerne angucken. Ja, ich schicke dir meine Handynummer. Schick mir, Oder soll ich dir E-Mail schreiben? Du kannst mir auch hier auf diese Nummer... Machen wir das so dann. Schick sie mir deine Adresse, Telefonnummer und schick mir am besten nochmal trotzdem ein paar Bilder von innen, von außen nochmal. Mach ich. Ich habe leider nur 1-2 Bilder haben wir, ne? Ja, aber du bist ja da bestimmt, ja, jetzt morgen oder übermorgen. Ja, ich bin da, ne? Und auf die Nummer hier, nimm meine Karte mit, kannst du auch WhatsApp schreiben. Sauber. Und dann schickst du mir deine Adresse, Telefonnummer und ein paar schöne Bilder noch. Und dann komme ich mir den gerne angucken. Für 2 Bilder ist der interessant. Der ist sauber, dann gebe ich dir gute Hände. Ja. Dann machen wir das. Aber ich danke dir, dass du an mich gedacht auch, hast. Ne? Dann telefonieren wir und dann schicke ich dir rüber. Alles klar, danke. Ciao. 2 Mille hört sich jetzt nicht teuer an. Ich würde den, glaube ich, für 2 Mille kaufen. Wenn er so sauber ist, wie der gesagt hat. Ne? Also wenn er jetzt anfängt, wenn ich jetzt da hinfahre und der hat noch Rost und der muss geschweißt werden und von unten, und dann lohnt sich das nicht. Also zum Schlachten nicht. Ich würde den so entweder kaufen zum ein bisschen selber fahren. Wohl, er hat kein M-Paket, da will ich noch ein paar Sachen dran machen. Oder zum Verkaufen. E36 Cabrio aus 96. Und es sind 6-Zylinder, Schalter, ist okay. Kann man was mit anfangen. Das war der Rheinhausener Gnadenhof. Jetzt sind mitunter auch Polizeipferde, die dort noch ihren Lebensabend verbringen können. Da können dann auch Kinder die Pferde ausführen. Da gibt es Ponys und Esel haben sie, glaube ich, auch. Hut ab für den Betreiber. Der sammelt Spenden. So, hier sind wir ja gleich da. Da muss er auch irgendwo hier stehen. Dunkelblauer Polo. So, ich glaube, da sehe ich ihn schon. Sind wir ja angekommen. Dann nehmen wir mal die wichtigen Sachen mit und dann werden wir den mal verhaften. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen.
Freut mich. Wie der Klaus. Wessi. Wessi. Alles gut? Ja. Ist ja ein Heimspiel für mich, wie Rheinhauser. Ja. Und ich will den nicht mehr sehen. Na gut. Weg damit. Das kriegen wir hin. Ich habe hier alles dabei, den schreiben wir nachher super auf. Ja. Bringt der noch an? Der ist der Südpole. Ah. Ich werde uns selber draufkriegen. Ja. Eigentlich Prachtstück, ne? Aber ich habe keine Zeit, keine Nerven dafür. Weg damit. Na gut. Ich ziehe den gleich drauf. So, hier muss die schwere Batterie her. Ja, aber der. Ich habe auch den Booster noch. Aber hier muss die schwere Batterie da her. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Wenn meine Überlegung funktioniert. Die Zündschnur ist zwar kaputt, der muss sie auch nicht anspringen, das reicht, wenn der startet. Das reicht, wenn der startet. Ich starte den Timer in die Ecke rum. Versuch macht klug. Durchschieben. Ganz mittel. Ja, hat er geklappt mit dem Starten, dem Anlasser. Wenn er auch nicht anspringt, da steht er ganz gut. Jetzt hole ich den LKW. Bis gleich. Der mich gewarnt hatte, das Seil könnte mal reißen. Das Seil wird nicht reißen. Das ist ganz fest mit der Vorderachse verbunden. Und ist noch nie gerissen. Das kann nicht reißen. Der hält 30 Tonnen. Und mehr. Der ist verhaftet. Die Socken machen. Das eine, das andere, die Handschuhe und weg hier. Wir haben noch mehr zu tun. So, jetzt drehen wir noch ein bisschen am Rad. Nix wie weg hier. Anschnallen, festhalten. Mann,
Mahlzeit. Hi. Hi. Laura. Hi. Du hast gerade angerufen, oder? Ich habe gerade angerufen. Ich habe meinen Sohn mitgebracht. Du bist der Enzo. Du guckst uns immer bei YouTube. Und du willst mal heute Stapler fahren? Ja, cool. Hast du, und bist du nervös oder ist das... Sprachlos ganz. Oder, so oder bist du schon mal... Ein bisschen nervös, brauchst du aber nicht. Der Müt, der macht das mit dir. Okay, ich kläre das eben ab. Wir schauen uns draußen um. Ja, schaut euch um. Ich sag dem Müt Bescheid. André. Ja. Auto für Rat und Baus, guten Tag. Ja, hallo, ich rufe wegen den Nissan Micra, den kommt 12 an. Was brauchen Sie davon? Stoßstange vorne, ohne Nebelscheinwerfer. Ich guck nach, rufen Sie in 10 Minuten nochmal an. Mach ich, danke. Danke, ciao. Auto für Rat und Baus, guten Tag. Guten Tag, ich suche eine Motorhaube. Nochmal bitte, was für ein Auto? Eine Motorhaube. Ja, da habe ich verstanden, aber was für ein Auto? Kia Picanto 2008. Kia Picanto 2008. Ja, Kia Picanto in Weiß habe ich da. Muss ich nur gucken, ob die noch dran ist, die Haube. Ruf mal in 10 Minuten nochmal an. Danke. So, komm, dann gehen wir jetzt gucken. Dann gehen wir jetzt zwei Sachen gucken. Das eine war Kia Picanto in Weiß und das andere war Nissan Micra K12 Stoßstange. Komm, das darf nicht so lange dauern. Nachher habe ich das schon wieder vergessen, was die Leute wollten. Deswegen müssen wir jetzt sofort gucken. So, die sind beide hier in der Halle. So, das ist die Stoßstange ist nicht mehr dran. Im Auto ist die auch nicht. Das heißt, den Kunde kann ich nicht glücklich machen. So, dann gucken wir mal einmal hier. Der Kia Picanto. Die Motorhaube in Weiß ist noch dran. Jo. Den können wir glücklich machen. So, das ist das erste Teil, was wir heute verkaufen. Wenn wir schon draußen sind, dann zeige ich dir mal. Ich habe ein paar neue Zugänge. Einmal Porsche Cayenne. Fred, das ist Freds alte Auto. Das wird jetzt fett gemacht und verkauft. Wenn jemand Interesse hat, kann sich gerne melden. Freds alter Porsche Cayenne ist zu verkaufen. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Audi A4 gekriegt. Viel Kilometer. Mal gucken, was ich damit mache. Entweder verkaufen oder schlachten. So, dann wird mal die Tür hier zugemacht, weil sonst zieht's. Ne? Dann haben wir hier noch einen Volvo V40. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Und dann haben wir hier einen Daihatsu Sirion. Geile Farbe. So. Und dann haben wir hier einmal einen schönen E211 320 Diesel Automatik. Läuft noch. Ich denke, den verkaufe ich als ganz hier. So, was haben wir noch? Ja, mehr haben wir nicht gekriegt. Doch, wir haben noch einen schönen Peugeot gekriegt. Dann müssen wir mal gucken, wo der ist. Komm mal mit. Peugeot 207, ne, hier nicht. Auf der anderen Seite. Ach so. Das ist neu. Das ist neu. Wie findet ihr das? Wir haben mal geschenkt bekommen vom Scheibenfuchs. Das war eine kleine Spende für uns. Finde ich sehr aufmerksam. Und nochmal einmal danke an Scheibenfuchs und an meine Petra. Müt, wo hast du den Peugeot von gestern? Auf dem, bei Renault und so weiter. Hast du schon trocken gelegt? Ja, der ist trocken schon. Alles fit? Alles klar. Peugeot 307. Das Besondere daran ist Anhängerkupplung. Weil er so viel ziehen kann, weißt du?
Nee, das ist wie, wenn ich, was ich gar nicht verstehe, ist, wenn ich einen Smart sehe und der Smart hat noch eine Anhängerkupplung. Das geht gar nicht. Was wollen die denn damit ziehen? Keine Ahnung. Ein Schaf oder was? So. Dann gehen wir wieder ins Büro. Sehr schnell verhaftet. Tja Leute, wenn so ein schöner alter Polo, der ist ja schon historisch, da könnte man theoretisch einen kleinen Rennwagen draus bauen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den findet. Da könnt ihr auch gleich ein Knöpfchen drücken, klingeln, tralala, und wie hat er gesagt, Onkel Linksbus. Tag. Hi. Hi. Alles gut? Alles gut. Ich habe das höchste Bock gemacht. Transit? Voll Fiat Ducato. Fiat Ducato. Von vorne? Dann habe ich zwei Motoren. Eine Motor ist kaputt. Ja. Andere habe ich gekauft. 500 Euro gekauft, das Motor. Die mir kann nicht mehr wollte reinmachen. Ja. Und Felsweg. Deutsche Papier. Deutsche Papier. Aber es ist alte Ducato, ne? Vielleicht 2000 oder sowas. Ah, was musst du haben? Weiß ich nicht. Kannst du einen guten Preis machen? Ja, was heißt guter Preis? 5 Strott. Vorne alles noch dran? Motor sind drin, ne? Nicht vor, nee, Scheinwerfer, Haube, Stoßstange, alles noch da. Alles da noch. Aber der Motor ist aufgebaut, ist in ein Auto drin. Ja. Ja. Eine Motor. Zwei Motor. Zwei Motor. Zwei Motor. 150 Euro kann ich dir geben. Okay. Können wir abholen. Morgen. Morgen? Ja. Okay. Kann ich meine Adresse geben? Ja. Sag mal nur Telefonnummer. Mann, wir telefonieren wir morgen, ja? Okay, danke. Einen schönen Tag. Okay, ja. Ciao. Ciao, ciao. Fiat Ducato und Alten haben wir jetzt angeboten bekommen für 150 Euro. Motor ist zwar ausgebaut, liegt hinten drin. Wie gesagt, zwei Motoren. Ob einer läuft oder der andere nicht, keine Ahnung, ich kaufe den jetzt als Schrottpreis und dann ist gut, kann ich ein paar Teile von verkaufen. Wenn nicht, geht der in der Presse. Autoverwertung Baus, guten Tag. Und zwar haben Sie einen Kangoo inseriert. Ja. Da habe ich die Frage, aus welchem Jahr der Wagen ist. 2002. Weil ich habe einen 2000er und ich suche diesen Luftfilterschlauch, dieses dicke Teil. Nee, das ist leider nicht mehr da dran. Da ist schon komplett der Motor alles raus. Da ist kein Schlauch mehr dran. Ach so, okay. Okay. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Autoverwertung Baus, guten Tag. Ich habe mal eine Nachfrage. Und vielleicht nach der Suche, da habt ihr sowas irgendwie reingekriegt. Hängt ein Auto mit ein bisschen TÜV da. Ich bin allein erzielt und ich suche dieses Auto. Ja. Im Moment habe ich keinen mit TÜV, aber du kannst mich alle 2-3 Tage mal anrufen, irgendwas kommt rein. Bitte auf jeden Fall, sobald du meine Nummer mal speichern kannst, ist egal, was für eine Marke, wie gesagt, nur ich muss vergessen, ich gehe jede Woche da Duisburg. Ne, ruf du besser alle 2 Tage an, ist besser. Alles klar, mach ich. Okay, danke dir. Ciao, tschüss. Ciao. So, der Klaus ist gerade mit dem schönen Polo gekommen, ich lade den jetzt erst gar nicht ab, ich habe da eine Idee. Sehr wahrscheinlich wird mir der Ingo den abkaufen. Der Ingo ist der, die Folge noch nicht gesehen haben mit dem Golf. Die können den hier oben sich nochmal angucken. Da schicke ich den Klaus jetzt nochmal hin, bevor ich den ablade. Das ist direkt um die Ecke. Wenn der Ingo sagt, der kann damit was anfangen, der baut da einen G60-Motor rein oder keine Ahnung, G40-Motor rein. Bevor ich den hier ablade, soll er einmal dahin gehen. Klaus! Klaus! Wir laden den erst gar nicht ab. Ja. Ich habe die Nummer vom Ingo nicht. Fährst einmal zu dem Ingo, fragst ihn, ob der was damit anfangen kann. Wenn nicht, kommst du wieder. Und wenn er sagt ja, lässt du den direkt da, dann telefonieren wir und bring mir unbedingt seine Karte mit. Ich brauche seine Nummer. Mach ich. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe irgendwie hab ich seine Nummer nicht. Okay. Am besten direkt zum Ingo und dann bis gleich. Ich mach mal schnell fest. Ja. Bis gleich. Ja, das wäre jetzt am entspanntesten, ne? Ja, das wäre jetzt am besten. Der sieht ja gar nicht mal so schlecht aus und der Ingo hat bestimmt irgendeine Idee damit. Und wenn der Ingo sagt, der kann damit nichts anfangen, dann kommt er wieder hier hin, dann
geht der halt in Teilen, ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir das aber wenigstens versucht. Wir hatten mal so die Idee, ob man vielleicht zu Weihnachten, ob wir irgendwie ein Auto mit TÜV an die Fans verlosen sollen. Das können wir gerne machen. Das ist eigentlich eine geile Idee, ne? Das ist eine gute Idee. Ja, irgendwie haben wir gedacht, wenn du mal ein Auto hast, was irgendwie noch ein bisschen TÜV hat, ja, verlosen wir das einfach an die Community. Das können wir gerne machen. Na? Ja, das nächste Auto, was kommt, müssen wir aber jetzt schon anfangen. Bis Weihnachten? Vielleicht muss man ja auch ein bisschen was dran machen. Wir wollen ja auch kein Auto verlosen, was nach einer Woche kaputt geht. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Das nehmen wir jetzt in der Hand. Das nächste Auto, was kommt, wo TÜV ist, wo ich denke, das können wir verlosen, dann rufe ich dich an, kommst du vorbei, dreh mal eine Runde hier und dann verlosen wir das für die guten Abonnenten und die immer die Glocke betätigen und ein Abo dalassen. Ne, dann machen wir. Gute Idee, Matthias. Waren wir auch schon bei ihm, könnt ihr euch ja da oben angucken. Und der Ali meinte, ob er den nicht gut gebrauchen kann. Beste Idee. Der hat kaum keine Durchrostung. Ist noch ein schönes Auto für sein Alter. Bin gespannt, was der Ingo dazu sagt. Auto für Wert und Maus, guten Tag. Und zwar brauche ich Türen für Renault Scenic 3. Scenic 3 habe ich nicht da. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Okay, ciao. Hallo. Hi. Ich habe angerufen wegen Schaltkulisse für Smart. Smart V4? Ja. Habe ich in hinter der Halle. Kannst du durch die Halle einmal gucken gehen? Okay. Wenn das Richtige ist, kommst du wieder, bezahlst du an, kannst du morgen abholen. Perfekt. Einmal gucken gehen, so. Wiederkommen. Danke. Ja, danke. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Haben Sie einen Kurzfristigen? Nee. Ist keiner mehr dran. Keiner mehr dran, ne? Nee, habe ich nicht. Alles klar, danke. Okay, ciao, ciao. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Ja, wunderschönen guten Tag. Gute Frage. Habt ihr gebrauchte Reifen da? Gebrauchte Reifen haben wir da, ja. 165, 15. Nee, die Reifengrößen habe ich leider nicht im Kopf. Da musst du mal einfach rumkommen, selber mal gucken. Ah, okay, alles klar. Okay, danke. Gut, danke dir. Ciao. Boah, mit Reifen ist ja immer so eine Sache. Suchst sie erstmal eine Stunde. Aber wenn die nicht von weiter weg kommen, dann können die ja selber gucken kommen. Ja, haben wir geguckt, gefällt mir gut. Ja? Ich nehmen, ja. Ja, super. Komm. Zahlst du 50 jetzt, 50 morgen? Okay. Machen wir so. Und dann baue ich das für morgen aus, dann brauchst du das nur abholen. Brauchst du die Seilzüge auch? Oder nur die Schaltkulisse? Ich brauche die Seilzüge auch. Also Seilzüge auch. Bei mir ist ein Schaltseil ist kaputt gegangen. Ja. Da konnte man theoretisch nur die Seile tauschen, aber mir wäre es lieber, wenn es komplett ist. Die Schaltkulisse und die Seile. Okay, ich baue dir das einfach komplett aus. Ja. Kein Problem. So. Dann sehen wir uns morgen. Ja. Alles klar. Dankeschön. Kommst du gleiche Uhrzeit, ein bisschen früher, ist egal. Gut, wunderbar. Danke dir. Dankeschön. Ja, ciao. Ciao. Da sind wir hier schon angekommen. Schauen wir mal. Leute, Spektakel ohne Ende. Beim Ingo. Das ist ein Wolf. R32. Der hat jenseits, weit jenseits von 300, vielleicht auch mehr PS.
Der reißt den Asphalt aus der Straßendecke. So, dann wollen wir mal sehen, ob der Ingo da ist. Und sagen mal guten Tag, was er denn davon hält. Oh, hier ist ein Schlückchen Schrottplatzkaffee. Leute, bis gleich. Interessantes für dich dabei. Was denn? Bevor wir dem mal den Kopf abhauen, okay. Das ist Polo 1. Das Einser erste, Polo. Was es gibt. In 86. Ein 1er Polo. Ja, und auf jeden Fall, der hat an den geliebten Stellen keine Durchrostung. Das fiel mir direkt auf. Und der Ali hatte die Idee, mal schnell zu dir zu fahren. Ja. Um dir nur zu zeigen. Ich stehe da drauf, da kannst du gut runter gucken. Hier, was mit der Maschine? Kein Progression. Ein alter Polo ist ja kein Hexenwert. Nee, nee. Aber das ist kein Polo 1. Nicht? Nee, das ist ein 86-42F, das ist schon das Dreiermodell. Ja, gut. Gut zu wissen. Nee, da hatte der Ali die Idee. Komm, Klaus, bevor du den runterschmeißt, vielleicht. Weil ich habe mal überall runter geguckt, dann ist alles nur blank. Aber ich würde den jetzt nicht wegschmeißen. Nee, ne? Besser anbieten. Das ist ein 1-3er, ist das, ne? Kann sein. Ja, weil der schon eine elektrische Kraftstoffpumpe hat. Würde ich jetzt mal. Kriegst du nicht auf, ich mache ihn dir auf. Kein Moment. Aber so weit kauft er bestimmt 227.000. Ja, Junge, ist ein Volkswagen, die laufen. Irgendeiner braucht den bestimmt, weil die Dinger, die sind ja eigentlich beliebt. Jetzt als Steilheck nicht so, eher als Coupé, aber gut zu wissen. Viele haben ja noch einen Zweier und suchen so ein Armaturenbrett, weil die sich dann mal früher in einen Zweier gehauen haben. Aber für dich ist das nichts. Nee. Ein Zweier, Einser sofort, aber ein Dreier. Naja, wie gesagt, hätte ja sein können. Und wenn das ein Coupé gewesen wäre, hätte ich gesagt, lad ab, aber ein Steilheck. Gut, dann halten wir weiter in die Augen auf. Danke, dass du mich gedacht hast, wenn du was hast. Frohes Schaffen. Ja, auch. Wenn du was brauchst, bringe ich dir das oder ich hole das, immer. Weiß ich. Den Polo habe ich auch schon fast fertig. Ach, Laber, du hast den Polo vom Arten? Mhm. Der steht da. Geil, der war in der letzten Folge. Das weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Ich bin nicht so viel Internet und so weit. Ich bin ja nur um Schrauben, also von daher. Den? Aber das wird schon. Den gucke ich mir aber doch noch mal. Meiner, der sieht aus. Ja, ich habe jetzt für den eine neue Motorhaube bestellt und zwei neue Scheinwerfer, weil die Motorhaube, die ist komplett durch. Die kannst du wegschmeißen. Verstehe ich zwar nicht, aber manchmal ist das so, steckst du nicht drin. Vielleicht auch schon mal eine neue gekriegt, weiß ich nicht. Dann mach's gut. Ciao. Ciao. Tja, schade, hat nicht ganz hingehauen, aber Versuch war wert. Aber wir haben schon den Tipp, dem haben wir nicht einen Kopf ab. Ist kein Rost, nix. Ah, guck mal, da kommen die beiden. Scheiße, die haben den Polo bestimmt nicht da gelassen jetzt. Der will er bestimmt nicht haben. Aber war ein Versuch wert. Nee, alles gut. Ja, fahr einfach. Danke. Warte, Klaus, der fährt weg. Scheiße.
War ein Versuch wert, war? Und der will er nicht. Der braucht ein Coupé. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, gucken wir mal. Irgendjemand finden wir schon. Ja, komm, Klaus, dann laden wir direkt ab und dann direkt weiter. Muss weitergehen. Zack, zack. Liebesbriefe? Nee, wir haben ja jetzt hier WhatsApp auf unsere Festnetznummer und dann schreiben die Leute uns an, ob wir was haben oder wenn die jetzt mir ein Auto anbieten, dann sage ich, kannst du auf die Festnetznummer, kannst du mir ein paar Bilder schicken, ist viel einfacher, als wenn ich immer meine Handynummer rausgeben muss. Und jetzt schicken die uns dann halt ein paar Bilder und schreiben mir, ob wir dieses Teil da haben und ich beantworte die halt, ne? Autoverwertung, Baus, guten Tag. Ja, moin, Ali. Ich habe eine Frage. Ford Focus Cabrio, hast du da was da? Nee, Cabrio habe ich leider nicht da. Weißt du vielleicht, bei mir ist der Fensterheberschalter kaputt, weißt du, für elektrische Fenster hoch und runter machen? Ja. Weißt du, ob der von vorne an den Ford Focus da reinpasst? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Da kannst du gerne mal ausprobieren, wenn du da bist. Ja. Kannst du eins von mir abmachen, bei dir dran machen, guckst du, ob das da gleich ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das anders ist. Okay. Okay? Cool, alles klar, da weiß ich Bescheid, dann komm ich mal vorbei. Alles klar, komm rum. Jo. Ciao. Danke. Ciao. Guten Tag. Hi. Ich bringe euch meinen Toyota. Ich muss mich von dem trennen, leider. Ja. Der fährt noch. Ja. Aber nur noch auf der ein Port weniger. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, er hat ja nur 3 Zylinder oder 4 Zylinder. Fährt er nur noch auf 3 also oder auf 2. Auf jeden Fall fehlt einer, ne? Ja. Und Reparatur haben die gesagt. Lohnt sich nicht mehr, ne? Der ist von 98 so. Ja. Nee. Ich lasse sie erstmal aussprechen. Ja, ich wollte einfach wissen, ob sie mir noch Geld dafür geben. Sie kaufen ja auch ich Schrottautos. Ja. Ne? 50 Euro und wir melden ihn ab? Nee, abmelden muss ich. Ich muss morgen den ummelden. Ich habe schon 9 ummelden, ja. Dann mache ich da den einen. Also ja. Das mache ich selber. Okay, das ist, dann nehmen Sie die Schilder, übernehmen Sie die Schilder auch. Die würde ich mitnehmen. Ja, ja, ist doch gut, ist doch super. 50? Den Brief ja, ja, ist kein Problem. Wir können das Auto jetzt hier lassen. Ja, ich schreibe Ihnen einen Verwertungsnachweis, ja. Gib Ihnen die Schilder und die Papiere mit, ja. Und wenn Sie morgen umgemeldet haben, bringen dann Sie mir die Papiere einfach wieder. Ja, ist kein Problem, ne? Kein Thema. Brauchen ja. Sie auch noch den letzten TÜV-Bericht? Nö, brauche ich nicht. Ne. Falls sich jemand interessieren sollte und sich für stark genug... Hat der denn noch TÜV? Ja, der war erst im Februar. Das wäre eigentlich kein schlechtes Auto, um zu verlosen, ne? Dann kriege ich mehr als 50. Ne, wir verschenken das ja. Ach so. Wir machen für einen guten Zweck. Was, 1000? 7000 hat er gesagt. Ja. 7000 hat der mal neu gekostet. Ja, sollen wir das so machen? Ja, klar, machen. Okay, dann schreibe ich den auf. Sie kriegen von mir dann das Geld. Sie bringen mir morgen die Papiere. Sie nehmen jetzt Papiere und Schiller mit. Super. Machen wir so, okay. Super. Eingang, Toyota Starlet, Automatik, Motor kaputt, läuft nur auf 3 Zylinder und
Der wird jetzt entweder in Teilen gehen oder ab im Export. Da weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch überlegen, was wir damit machen. Aber ansonsten, schönes Auto. So, gerade haben wir ja gedacht, dass wir das irgendwann mit der Verlosung machen, weil er ja noch lange TÜV hat, aber da können wir uns abschminken. Motor läuft nur auf 3 Zylinder. Das heißt, köppen oder ab im Export damit. Ali, da war noch was Geiles gesehen. Guck mal hinten drauf. Was ist denn? Zuckerschnute? Zuckerschnute. Ja, die Dame, ich meine, die war ja sehr, sehr nett. Und da sage ich, die war eine Zuckerschnute. Alle. Mahlzeit. Klausi. Na? Wie ist es denn? Was haben wir noch? Ja, wir können jetzt direkt nochmal los nach Rating, den schönen Corsa holen. Der ist umsonst. Ah ja. Und den kannst du dann mitbringen. Noch einen Kaffee mitnehmen, Klaus? Ja, mal gucken, ob der noch da ist. Ne? Oh, das sieht aber schlecht aus. Ohne Schrottplatzkaffee. Ah, ihr habt heute schon 5 Liter gesoffen. Da hol ich ja eine Tanke an. Da schmeckt der besser? Komm, unser schmeckt schon gut. Ja. Obwohl ich ja keinen Kaffee trinke. Bis später. Hau rein, Klaus. Tagchen. Tagchen. Ich brauche eine Aufnahme für einen Scheinwerfer. Für dieses Auto. Habt ihr das obere Teil? Ach, CLC. Das Baujahr 2010? Schwierig, ne? Habe ich gar nichts da. Ja. Vielleicht bei Busch versuchen. Autoverwertung Busch in Kassafeld. Kassafeld ist ja. Da, ne? Gut. Alles schönen klar. Dank, schönen Feierabend. Ciao, ciao, danke. Autoverwertung Baus, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bräuchte für ein Smart 4 1,1 Benziner brauche ich Schaltkulisse mit Schaltseile für das Getriebe manuell. Ja. Ich guck nach, ob das noch dran ist, ja? Okay. Rufen Sie mich 10 Minuten nochmal an. Okay. Okay. Bis ciao. Autoverwertung, Bausguntag. Ich hab bei euch im Netz, also hier bei Kleinanzeigen. Jetzt sag mal nochmal, was für ein Auto war das? Was brauchst du davon? Ja, das sind doch 4, die ihr da habt, das ist 10er. Und jetzt Lackfarbe, LW56. Das weiß ich nicht, da muss ich gucken, aber was brauchst du denn? Sprich vorne die Motorhaube, sprich vorne Fahrerseitenflügel, und Gehecklappe. Boah, ich höre dich so schlecht, ey, das ist ja unglaublich. Das ist aber auch schlecht. Ich hab da eigentlich sehr gut dran und hab einen guten Empfang. Hast du einen guten Empfang? Ja. Und die Teile kannst du auch abholen? Nee, die müssen geliefert werden auf Palette. Nee, das machen wir leider nicht. Wir verschicken keine Karosserieteile. Das ist schlecht. Gerade, weil die Duisburg sind ein bisschen weit weg. Ja, kann ich mir vorstellen. Tut mir leid. Alles klar. Okay, ciao, ciao. Ciao. Da habe ich vom Dialekt erkannt, dass der nicht von hier kommt. Also schon von Deutschland, aber von weiter weg. Aber Karosserieteile, nee, habe ich keine gute Erfahrung mitgemacht. Von 100 Stück, die du wegschickst, ne? Da kommen 80 wieder oder da ist irgendwas dran. Da habe ich keinen Bock. Ja, weil die ganzen Paketdienste und DHL und wo du die mit wegschickst, die gehen mit den Sachen so scheiße um. Da kommt so ein Kohlflügel an, hat eine Delle oder eine Macke und da musst du dich rumärgern. Nicht nur mit den Kunden, sondern mit dem Paketdienst. Da habe ich keinen Nerven für. So, da gucken wir jetzt erstmal Schaltseile für Smart 4-4. Oh, fast. So, komm, da gehen wir mal gucken. Ist ja nicht den ganzen Tag hier rumsitzen im Büro. Jetzt sind wir in Ratingen, eine so schöne Ecke. Die haben sogar Wälder. Herrlich. Wenn man sich da ein bisschen umguckt, da kann man spazieren gehen. Traum ist das. Sehr viel Grün. So, hier müssen wir ja runter. Da haben wir noch 4 Minuten. Das kann nur noch 2-mal rechts, 3-mal links sein. Dann liegen wir wahrscheinlich da. Ah ja, hier war ich schon. Tja, Mensch, wo könnte das denn hier sein? Das ist ein Industriegebiet geworden.
Das hatten wir, das Wohngebiet auf der Straße. Jetzt sind wir im Industriegebiet. Ja, klasse. Da ist er ja. Wagen steht da unten. Ich habe gedacht, kommt von hier oben. Ah, ich drehe jetzt hier. Ja. Dann komme ich da hin. Welche Farbe? Rechts oder links? Silber. Neben dem Pferdeanhänger. Gut, werde ich. Nein. Bis gleich. Ja, mach mal. Ich stehe da unten. Jo. Da hat das schon mal prima geklappt. Scheiße, der hat uns verloren. Ach, da ist er ja. Herrlich. Ja, da können wir nicht meckern. So, hier stören wir gar niemanden. Da haben wir uns klein gemacht. Da können wir die Warnblinker ausmachen. Machen gar niemanden auf uns aufmerksam. Auch der Grund, warum ich die gelben Lichter nicht gerne benutze. Bis gleich. Mahlzeit bei dem schönen Wetter. Ja, hoch nochmal. Peter Reit. Manni. Herr Lieler. Fünf. Ja, Maximilian. Max. Schlüssel. Ja. Papiere. Wunderbar. Ja. Dort steht dem nichts im Wege. Ich mache mich mal ein bisschen kundig. Wie auch immer. Also wir werden die LKWs parken hier 24 ja. Stunden. Wir werden den schon aufziehen. Ja. Sehe ich kein Problem. Ihr stellt euch sicher irgendwo an die Seite. Ich gehe dann an mein Auto. Und ich werde den Rest erledigen. Super. Aufschreiben werden wir nachher. Da bekommt ihr einen Verbleibsnachweis. Ach so, ja. Betriebstagebuch. Da weiß jeder, wo das Auto geblieben ist. Alles klar, super. So können wir das machen. So machen wir das. Bis gleich. Tja Mensch, da haben wir wieder nette Kunden. Und das bei dem herrlichen Wetter. Einfach nur schön. Klaus, was hast du eigentlich für einen geilen Pulli an? Tja, das ist ein Pudelmädchen, weil ich mal hatte als Kind, hatte meine Mutter den Pudel, der hat mich an der Leine laufen gelehrt. Und warum muss der weg? Immer, der ist von meinem Sohn, der hat den hingestellt und hat sich nicht mehr drum gekümmert. Und dieses Fahrzeug ist so vor circa einem Jahr. Und da ich jetzt keinen Bock mehr habe, habe ich gesagt, der muss jetzt weg. Ja. Hat er Pech gehabt? Mein Bruder fährt auch jedes Auto zu Schrott. Macht alles kaputt. Jedes Auto fährt mein Bruder zu Schrott, jedes. Wenn die Kinder sich um nichts kümmern, dann ist das eben so. Ne? Was hat der denn die Smarts hingetan, ey? So, das ist der Smart for 4. Scheiße. Da ist noch alles dran. Ist noch alles dran. Haben wir da. Muss ja 100 Euro für bezahlen. Dafür, dass ich so weit gelaufen bin. So, komm, wir gehen rein. Wir nehmen den Hintereingang. Wenn du jetzt von hier aus so guckst, das sieht schon geil aus, ne? Alles voll mit Autos. Geil. Ich freue mich schon auf meinen 50. Geburtstag. Dann machen wir hier eine fette Party. Ich glaube, der Klaus hat da richtig Ahnung von. Ich nehme das jetzt auf, dann schicke ich meinem Sohnemann ein Video und dann weiß er, wo sein Auto ist. Ne? Ja, ist seine eigene Schuld. Ach so. Die Batterie verlässt mich gerade. Ach du Scheiße. Die Batterie von deiner Fernbedienung? Ja. Ah, jetzt. So, mein Sohn, das ist die letzte Fahrt von deinem Auto. Die Fahrt zum Autofriedhof. Ja, die Fahrt zum Autofriedhof. Was schön gesagt, Schatz. Ja, manchmal spüren sie so am besten. Ne? Hört sich krass an, aber irgendwann musst du dich durchsetzen.
mal wieder verhaftet. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Toh. Mensch, so nette Leute. Haben wir nicht immer. Vielleicht. Da liegt auch am Wetter. Wir haben alle gute Laune. Da brauchen wir uns nicht verstecken unter dem Regenschirm. Herrlich. Und auf geht's. So, jetzt gucken wir erstmal, was der Müll am Stapler hat. Was sehen wir denn hier? Wir stehen hier vor der Türe. Das sind wir. Aha. Guck mal, der Müll ist am Wurst. Nee, dann fahren wir rückwärts rein. Ich lasse ihn runterrollen. Ja, das ist besser so. Alter, du bist ja Hightech-mäßig unterwegs. Ja. Tja, nur, das heißt ja nicht, weil ich ein paar Jahre am Puckel hab, dass ich hinterm Mond lebe. Ja, die Technik interessiert sehr. Ich bin mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher groß geworden. Aber eine Rückfahrkamera habe ich mir doch selber dran gebaut. Und mit der App ist das ein leichtes. Das kennt ihr alle selber. Bis gleich. Machen wir die Hütchen weg und rollen da rückwärts rein. Da haben wir Zeit gespart. Zeit ist Geld. Ah, guck mal da, das ist der Klaus mit dem Corsa C. Schade, ich habe gedacht, er wäre Corsa D, weil er vom Boy 2006 gesagt hat. Naja, der ist doch auch schön. Guck ich mir gleich mal an. Autoverwertung Bauhaus, guten Tag. Hallo, mit wem rede ich? Hier ist die Autoverwertung Bauhaus. Ah ja, und? Sie haben angerufen? Ich habe angerufen? Keine Ahnung, steht auf meinem Handy. Weiß ich jetzt gar nicht. Die Nummer steht auf meinem Handy, entgangener Anruf. Haben Sie irgendwie ein Auto? Ach so, Sie sind ja, Sie haben ja den Audi bei mir gelassen. Gestern, ja. Ja, stimmt. Hat das geklappt? Der ist abgemeldet und der Brief ist beantragt. Ich kriege irgendwie Bescheid von denen. Nee, Quatsch, auf dem Brief steht drauf, dass ich in 14 Tagen dahin kommen kann. Ah, die okay. Haben mir einen Zettel gegeben. Okay, super. Wenn Sie mal in der Nähe sind, können Sie mir dann schon mal den Fahrzeugschein schon mal reinbringen. Morgen hatte ich so vor, heute schaffe ich das nicht mehr. Nee, ist kein Stress. Alles klar, sehen wir uns morgen. Bis morgen. Danke, ciao. So. Was war das? Ach, das ist der Mann von dem Audi, er muss mir noch die Papiere bringen. Ich hatte versucht, den zu erreichen und jetzt hat er zurückgerufen. So, jetzt ist der Klaus gerade gekommen, das mit der Garage, mit dem schönen Kia, mit dem Unfall, das klappt bestimmt nicht. Der wollte sich bis 12 Uhr gemeldet haben, ich werde den jetzt nicht auf den Sack gehen, der wird sich bestimmt noch melden. Dann haben wir noch eine Sache, die Drehbank und die Standbaumaschine, die muss der Klaus jetzt auf jeden Fall abholen, das wird jetzt ein Akt. Dafür hat er ja auch ein bisschen noch Zeit. Autoverwertung, Baus, guten Tag. Na, hallo Bruder. Ja Bruder. Hab ich eine Frage, haben Sie die Golf 4 eine Motor da? Ja, habe ich da. 1,9 TDI. Habe ich da. Wie viel ist gelaufen? 150.000. Ah, das ist gut, Bruder. Die Turbo in Ordnung? Ist alles in Ordnung. Kriegst du super Motor. Ja. Die kann ich die Bruder von Hochfeld schicken, die Branko, kennen Sie? Ja, ja, schick den Branko rum, kein Problem. Okay, wie viel kostet, Bruder? 350 Euro. Mit der Garantie, ne? Ja, ja, klar, kriegst du Garantie noch. Okay, danke schön, ne? Okay. Bis gleich, Bruder. Bis gleich, ciao. Bruder. Ja, müssen wir mal gucken, wenn er gleich kommt oder nicht kommt, abwarten. So. Hat doch immer noch geklappt. Oh, guck mal, da liegen 3 Cent. Da liegen 3 Cent. Ja, bringt Glück.
Die 2, 14. Kleinvieh macht auch Mist. So, einen schönen Corsa C, 1,2 Liter. Boah, der hat aber, wo ist der denn hingefahren? Klaus, hast du denn mal versucht zu starten? Alter Schwede, Andrea Berg, ach du Scheiße. Stehst du nicht auf Andrea Berg? Nee, ich stehe überhaupt gar nicht auf Deutschschlager hier. So, was ist das denn hier? Corsa C. Gucken wir mal eben. Motor. Das sieht aus, als ob der schon länger steht, ne? Ein Jahr, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ey, du kannst dir vorstellen, der Vater hat gesagt, ja? Sein Sohn, er hat seinem Sohn tausendmal gesagt, dass er die Karre jetzt wegholen soll. Ja. Und jetzt hat er einfach euch angerufen. Der Ach, der Sohn gesagt, weiß von gar nichts. Ja, nö, er hat gesagt, jetzt hast du Pech gehabt. Der hat sogar ein Video gemacht. Ja. So von wegen, guck mal hier jetzt. Da freut sich der Sohn, wa? Ja, schön. Das ist schon mit dem neuen Scheinwerfer. Der Motor ist super, wenn der anspringt. Müssen wir gleich mal gucken, dass der anspringt. Ja, den hat Klaus nicht angebracht. Nicht. So, Alufelgen. Ja, schönes Auto. Für umsonst hat man nichts zu meckern. Nett war der auch noch. Und sein Sohn hat der auch noch damit geärgert. Ist doch alles gut. Schön. So. Außer für den Sohn. Außer für den Sohn. Außer für den Sohn. Aber wer nicht hört, muss spüren. Ja, hat der Vater auch gesagt. Ziemlich genau so. So ist das. Machen wir die Schilder ab. So, Nummernschilder ab. Und das nächste Mal auf Papa hören. So. Ja, was machst denn du? Hey, wo ist Adresse? Wie findest du die Karre? Hä? Wie findest du das Auto? Wie finde ich? Ja. Geil. Muss das sauber gemacht werden, kann man damit fahren. Dann werden wir jetzt mal reservenfahrend die schwere Drehbank und die Standbaumaschine abholen. Einen Hubwagen habe ich nicht bekommen. Mal sehen, wie wir das da drauf bekommen. Mal so, mal so. Mit etwas Glück und Spucke. Geht das vielleicht doch? Tja, hoffentlich kannst du da ein bisschen drehen. Das werden wir aber gleich rausfinden. Fährt der Bus. Schön Russ. Schluss. Verworfen. Die ist bestimmt hier runtergefallen. Deine was? Meine Bürsten. Tja Leute, der Kunde war auch schon älteren Semesters, der wollte das nicht, müssen wir Verständnis für haben. Der hat mit dem Internet nichts zu tun, sagt er, und dann haben wir auch nicht gefilmt. Und haben die beiden schweren Teile trotzdem erfolgreich verhaftet.
mit Biegen und Brechen, Hebel, Seilen, eine Umlenkrolle, bis wir die da drauf hatten. Ich bin nass geschwitzt, aber wie gesagt, da haben sie erfolgreich hinten drauf gepackt. Haff, haff. Guck mal, da ist der Klaus. Da gucke ich mir dann mal jetzt mal an, was der da mitgebracht hat. Wie seid ihr eigentlich da dran gekommen? Der Kollege war hier, also der Kollege, der Kunde war hier und hat gesagt, der hat die aus, in der Garage stehen und die müssen aus der Garage raus, ob wir die haben wollen. Und da habe ich gesagt, zeig mal den Klaus. Da hat der Klaus die Bilder gezeigt und der Klaus sagt, der kriegt das hin. Jetzt ist der Klaus da, mit den Sachen. Was machst du damit? Verkauf. Ich würde sagen, Klaus, heute war ein super Tag. Du hast das super gemacht. Komm her. Ist eine Umarmung. Super Sachen. Schöne Sachen mitgebracht. Zwei Autos noch abgeholt. Der Tag ist heute uns gelungen. Und damit machen wir heute Feierabend. Was wir damit machen, überlegen wir uns nochmal in Ruhe. Und das war's für heute, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ha, 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 ha.